Wald ist ja sehr märchenhaft. Gerade als Kind erscheint einem alles total riesig und groß. Unser Vater ist halt professioneller Forstwirt und hat das sein Leben lang gemacht. Es war halt mega spannend auch immer so mit dem Wald zu sein und dann zu arbeiten. Und es hat schon richtig Bock gemacht. Ich bin Timo. Ich bin Lisa. Wir sind Geschwister. Wir betreiben jetzt hier Gelzhäuser Forst in der vierten Generation. Unser Uropa hat damit angefangen, quasi einen Wald aufzuforsten. Der war damals tatsächlich auch komplett kein Wald mehr, komplett abgeerntet. Jetzt ist das Ganze wieder so. Ja, wir haben jetzt seit vielen Jahren wenig Wasser einfach, wenig Regen. Und in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten war der Borkenkäfer auch schon immer da, aber da konnte der Baum sich selber schützen. Der produziert halt Harz, dafür braucht er Wasser. Und in den letzten Jahren gab es halt wenig Regen, die Bäume konnten kein Harz produzieren und in diesem Harz klebt sich der Käfer halt fest und stirbt ab. Den Schutz hatten die Bäume nicht mehr und der Käfer hat halt total viel Nahrungsgrundlage, hat sich super schnell vermehrt und hat dann hier alle lecker schmeckenden Bäume befallen, die er gefunden hat. Und ja, somit kam dann das Dilemma, dass die ganzen Fichten halt abgestorben sind. Wir würden gerne wieder dafür sorgen, dass hier ein neuer Wald entsteht. Und dafür fangen wir jetzt an, Tinyhäuser zu bauen. Mit den erstmal aus dem Holz, was hier durch entstanden ist. Und mit den Erlösen, die dadurch entstehen, würden wir gerne wieder naturnahen Mischwald hier anpflanzen. In Teilen. Viele Teile wollen wir auch einfach der Natur überlassen. Das Ganze wird dann auf unserem Roboter mit einem sogenannten Tiroler Schloss versehen. Und das heißt, dass die Eckverbindung, also das, wo die beiden Wände aufeinander stoßen, sich so überlappen. Und das sorgt für eine sehr hohe Festigkeit. Jetzt sehen wir schön, wie er das Tiroler Schloss gesägt hat. Immer so Abschrägung. Und hier sehen wir das fertige Modell einer Hauswand und sehen, wie die Bohlen schön ineinander greifen, dass sie Wind und Wasser geschützt sind. Also in erster Linie fanden wir Fein gut, weil die halt so hochwertig sind. So, ne? Das trifft eigentlich so auch so den Gedanken, dass man so Sachen nicht dreimal kauft im Leben, sondern einmal. Also das erste Feinwerkzeug, was ich kannte, war ein Akkuschrauber von meinem Onkel. Und der war irgendwie 40 Jahre alt oder so. Und das finden wir eigentlich am besten daran, dass die Sachen einfach gut halten. Ne? Da unsere Kapazitäten auf dem Hof ein bisschen begrenzt sind, haben wir vieles ausgelagert in die Zimmerei. Ja, das ist quasi, wo wir herkommen. Also das machen wir mittlerweile seit 2 Jahren, dass wir so Freizeithäuser, also in denen man rein theoretisch auch wohnen könnte, aber was das deutsche Baurecht nicht zulässt, weil die nicht gedämmt sind. Wir haben eine einschalige Wand, 7 cm stark. Hier eine doppelte Nut-Federverbindung, dass der Wind hier nicht durchpfeift. Und ja, wie gesagt, da haben wir schon einige von verkauft, aber viele Kunden sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, wir würden super gerne in euren Häusern wohnen, aber das geht leider nicht, weil die ja nicht baurechtskonform sind. Und dementsprechend haben wir uns dann als Ziel gesetzt, die nächste Generation von unseren Häusern soll halt so sein, dass man auch darin wohnen kann. Und das ist jetzt so, dass wir hier noch eine 180 mm starke Dämmung davor setzen und dann noch eine Fassade. Da haben wir eine Ausschreibung gesehen vom Landesumweltministerium, dass die grüne Start-ups suchen.
klein zu mir. Ja, so. Und darauf haben wir uns beworben. Dann haben wir zusammen mit der Uni Dortmund und mit einem Softwareunternehmen, Camelot, haben wir ein Forschungsprojekt initiiert. Das ist jetzt vor kurzem mal das geendet und ja, daraus ist ein Prototyp entstanden. Also tatsächlich die komplette Konstruktion, die ganze Entwicklung wurde da drin gemacht in diesem Projekt. Das haben wir jetzt gestartet. Das bauen wir jetzt nicht mehr nur selber, sondern wir stellen das Rohmaterial quasi zur Verfügung, also auch was Lisa erzählt hat mit unserem Sägewerk, mit unserem Hobel und sowas. Und die Leute, die sich bisher bei uns zusammengefunden haben und das mit uns zusammen machen, so, wir produzieren quasi das Material dafür, hier bei uns aus dem Wald komplett. Und das wird dann bei einer befreundeten Zimmerei komplett zusammengebaut und mit dem Kunden, mit dem Tieflader, also mit dem LKW zum Kunden gefahren, mit dem Kran aufgebaut und dann kann der Kunde sofort einziehen. Ja, der Multimaster ist einfach ein gutes Ding, ne? Also da kann man eigentlich ziemlich viel mitmachen und das hat uns an ganz schön vielen Ecken und Kanten vor allen Dingen geholfen, wo andere Sachen nicht mehr reinpassen. So sei es irgendwelche Ecken ausschleifen oder sei es nochmal eben irgendwas abschneiden, wo man einfach mit einer Kreissäge oder einer Stichsäge nicht mehr hinkommt. Und ja, gerade die Akkugeräte, super genial, einfach kein Kabel mehr in der Hand, was nervt. Und ja, das macht Spaß damit zu arbeiten.